So, auf diesen Moment habe ich mich schon den ganzen Tag gefreut, weil jetzt geht es um das Beste aus dem Katalog und es geht um Leckereien. Ich bin ja auch so ein kleines Schleckermäulchen. Das sieht man gar nicht. Nein, habe ich gut getarnt hier. Aber gerade Crêpe ist so eine Sache. Das ist etwas, was ich sehr, sehr gern esse. Aber normalerweise macht man die nicht allein so und daheim, sondern geht irgendwo auf den Markt und hofft, dass die Schlange nicht zu lang ist am Crêpe-Stand. Und dann erfreut man sich auch über deftig oder dann süß, wie immer man das möchte. Aber schön ist, dass wir jetzt ein Produkt haben, womit Sie einfach mal ganz, ganz schnell zwischendurch eigene Crêpe machen können. Und das in wirklich wenigen Minuten, wenn man alles vorbereitet ist, sogar in 30 Sekunden, Vivian. Es ist rasend schnell, denn liebe Zuschauer, wir zeigen Ihnen einen Crêpe-Maker für zu Hause. Und Sie kennen doch die Problematik. Es gibt andere Crêpe-Maker für zu Hause. Da hat man dann einmal diesen Holzschieber, den man benutzt und irgendwie zerreißen dann die Crêpes immer. Sie kennen das. Oder auf der einen Seite wird es ein Pfannkuchen, auf der anderen Seite ist es ein Crêpe. Irgendwie funktioniert das nicht und deshalb steht das Ding dann auch meistens irgendwo im Keller oder im Dachboden unbenutzt rum. Mit unserem Crêpe-Maker ist das anders, denn es geht viel, viel einfacher und es ist super einfach, schnell aufgeheizt und rasend schnell gemacht. Denn wir haben einen kabellosen Crêpe-Maker, der zum einen natürlich im oberen Teil antihaft beschichtet ist und den man jetzt ganz einfach nur in den gewünschten Teig eintunkt. Das kann entweder ein fertiger Crêpe-Teig sein, den Sie hier natürlich im Supermarkt kaufen, oder Sie sagen, ich mache das mit Mehl und Eiern und Milch ganz einfach selbst. Wir zeigen Ihnen das jetzt mal. Das heißt also, ich nehme den Crêpe-Maker einfach nur von seinem Sockel, dann tunke ich hier einmal kurz ein, so, zack, zack, zack. Und schon habe ich das erste Crêpe, nicht auf den Teller, sondern wieder auf der Station, liebe Zuschauer, jetzt binnen von Sekunden fertig. Das ist jetzt erst ein kleiner. Das zeige ich Ihnen jetzt nur zum ersten Mal. Wir machen den gleich natürlich auch mit der kompletten Größe. Und jetzt dauert es wirklich nur ein paar Sekunden und schon ist das erste Crêpe fertig. Ja, schauen Sie zurück auf die Uhr. 30 Sekunden. Dann ist er durchgebacken und verzehrfertig. Und gerade bei Crêpe ist das ja wichtig, weil da sitzen dann oftmals viele, viele hungrige Mäuler um einen rum und können es kaum erwarten, bis der nächste Crêpe fertig ist. Aber hier, jetzt zu Hause gemacht. Einfach mal kurz entschlossen. Das ist ja nichts, was man planen muss. So ein Teig ist in 5 Minuten gemacht oder man kauft, wie du gesagt hast, einen fertigen oder und dann natürlich der Crêpe selber in 30 Sekunden. Hier haben wir, Sie sehen, so eine fertige Teigmischung, aber Sie können das mit Sicherheit auch selber anrühren. Und Nummer 1 liegt schon bei uns auf dem Teller, Nummer 2 ist bereits auf dem Crêpe-Maker. Und das geht hier, wie sagt man so schön sprichwörtlich, wie das Katzen machen, ja? Nee, geht schneller sogar. Es geht schneller und liebe Zuschauer, wissen Sie, was ich schön finde? Das ist jetzt sowas Tolles. Ich meine, sonntags oder auch zu Ostern, ne, da ist dann die Familie beisammen, da überlegt man immer, was macht man? Kaffee und Kuchen, ja, dann kauft man teuren Kuchen ein und irgendwie, ach, egal was man dann da holt, ob so eine Schwarzwälder Kirschtorte oder aber auch was Fruchtiges, den Geschmack von jedem trifft man meistens nicht. Oder es ist dann andererseits auch so, dass man vielleicht sagt, Mensch, ich möchte jetzt ganz einfach mal einen richtig tollen Nachtisch machen. Die eine Person isst keine Schokolade, die andere sagt, oh, ich mag aber nur deftige Nachtische oder. Hier können Sie jetzt, wie bei einem Raclette quasi, ganz einfach so Ihre Crêpes machen, wie Sie das möchten. Stellen Sie einfach kleine Schälchen auf mit Schokocreme, mit Früchten zum Beispiel. Ich mag das ja mit Käse und Schinken zum Beispiel, aber das kann ja jeder selbst entscheiden. Und jetzt, wenn ich halt mal auf dem Markt bin, dann muss ich da 3,50 Euro, 4 Euro für einen Crêpe bezahlen. Ist ja auch berechtigt, weil die haben Marktstandgebühren, Unkosten, Personalkosten, ja. Aber das Geld kann ich mir sparen, weil wenn ich es hier zu Hause machen kann, ich sage jetzt mal hier, Materialeinsatz, das wissen Sie selber, keine 50 Cent für den Teig. Und dann kann ich hier wirklich jede Menge Crêpe machen. Dann noch Apfelmus dazu, Zimt und Zucker oder manche machen Marmelade drauf. Früchte, Schokocreme, Vanillesoße. Ja, und ich lasse mir jetzt nicht nehmen, gleich mal ein Crêpe hier gleich zu vernaschen, weil die sind so lecker, so hauchzart. Und vor allem, da kann man auch ungeschickt sein, wie man will. Man bekommt es hin. Ja, richtig, liebe Zuschauer. Wenn ich das schaffe, dann schaffen Sie das auch. Das lautet so ist der Devise. Ich habe es aber nicht gesagt, dass du ungeschickt bist. So, liebe Zuschauer, das möchte der Ralf damit sagen. Es ist so und ja, das macht das Ganze natürlich super einfach, denn wenn ich das schaffe, schaffen Sie das zu Hause auch. Es ist wirklich spielend leicht und liebe Zuschauer, so schön dank der Anti-Haft-Beschichtung. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Probieren Sie das mal aus. Statt des herkömmlichen Kaffee und Kuchen oder auch fürs Osterfest, für die Enkel, die werden sich so freuen, wenn dann da jetzt der Crêpe-Maker einfach mal auf dem Tisch steht, dann hat man dann schönen Teig zubereitet, dann die verschiedenen Schälchen mit den einzelnen Essen. Es ist wirklich der Wahnsinn. Und Ralf
Geschmacksprobe. Ja, die schmecken auch ohne irgendwelche Zutaten hervorragend. Sie sehen, da fehlt schon einer. Wo ist der bloß hingekommen? Deshalb habe ich mich den ganzen Tag schon auf diese Sendung gefreut. Aber Sie können sich also auch jederzeit auf Crepe freuen. Oder mal kurz entschlossen sagen, komm, wir essen jetzt ein paar Crepe. Und in 5 Minuten später, oder genau, ja, nicht mal 5 Minuten später, haben Sie den ersten Crepe auf dem Tisch. Ja. Ich glaube, nee, ich bin mir sicher, das ist nicht nur ein Highlight für Kinder, Vivian, oder? Das ist nicht nur ein Highlight für Kinder, das ist was für die gesamte Familie, liebe Zuschauer. Sie sehen, ich tunk den Crepe-Maker, ganz einfach, weil der ja kabellos ist, immer und immer wieder in den Teig. Dann warte ich ein paar Sekündchen und löse einfach nur so den Rand leicht ab. Und dann, schwuppdiwupp, ist das Crepe auch schon fertig. Können Sie wenden, müssen Sie aber nicht. Hier brauchen wir kein Öl, wir brauchen keine Butter, kein gar nichts. Dank der Antihaftbeschichtung. Super einfach, wie gesagt, in der Handhabung. Dann wirft der Teig irgendwann so kleine Bläschen und dann weiß ich, okay, der ist fertig. Und dann klappe ich den einmal zusammen und schauen Sie mal, hier rückstandslos abgelöst. Hier ist nichts mehr drauf, liebe Zuschauer. Ich kann noch selbst variieren, wie lang der da drauf bleibt, ob der goldig sein soll, ob der was dunkler sein soll, so wie jeder das möchte. Und das finde ich klasse. Und schön ist auch die Reinigung später. Ist ja einfach. Einfach mit einem feuchten Tuch abwaschen, fertig und die Schüssel wieder sauber machen, wenn der Teig draußen ist. Aber ich glaube, damit kann jeder leben. Und Crepe, da möchte jeder damit leben. Und Sie können jetzt diesen wirklich unglaublich einfachen Crepe Maker für gerade mal 21,76 Euro erwerben und dann Tag ein, Tag aus, wenn Sie das wollen, Crepe machen. Aber immer mal, wenn die Enkel kommen zum Beispiel oder die Kinder sagen, komm, mal was zwischendurch, dann wirft man eben Crepe rein. Und was ganz Wichtiges hast du gesagt, heutzutage haben wir natürlich Bäckereien auch am Sonntag offen, da fällt einem am Sonntag mal ein, komm, wir holen uns mal 2, 3, 4 Stück Kuchen und dann legst du auch bei 15 legst du 10, 15 Euro hin, je nachdem, was für einen Kuchen du willst. Ja. Also hier haben sie dann, ich sag's ja vorhin, Materialkosten höchstens 50 Cent, der Puderzucker noch dazu oder Apfelmus oder ähnliches, das, was man eigentlich immer im Haus hat. Und dann steht der Leckerei auch zum Kaffee mal nichts mehr im Wege. Also das ist so einfach, das sollten Sie jetzt unbedingt zuschlagen, weil das ist etwas für Leckereien zwischendurch, die und jedermann schnell, gerne mag. Wie schnell, wie viele Crepes, liebe Zuschauer. Das finde ich ist hier das Fantastische. Sie sehen, das geht ruckzuck, rasend schnell. Und vor allem, das ist natürlich auch schön jetzt für all jene, die sagen, ich habe sowieso so Probleme. Der eine vielleicht nur Sojamilch, nur Mandelmilch, liebe Zuschauer, oder ähnliches, kann ich ja jetzt alles nach Belieben hier machen. Und das, finde ich, ist einfach die tolle Möglichkeit, jetzt auch jedem gerecht zu werden und für jeden eine passende Nachspeise zu kreieren. Und es macht so viel Spaß. Und es ist dieses Raclette-Feeling, was Sie jetzt hier haben. Mit der Familie gemeinsam am Tisch sitzen. Da isst man jetzt nicht in 2 Minuten und ist dann fertig, sondern man macht das einfach über einen etwas längeren Zeitraum. Man sitzt zusammen, jeder kann ein bisschen rumexperimentieren. Und das ist doch das Schöne, oder? Ja, und vor allem, man kann es mit den Kindern zusammen machen. Lassen Sie, dass die Kinder ruhig auch mal ausprobieren, auch wenn sie nicht so ganz gerade eintunken. Beim zweiten oder beim dritten Mal wird das auch funktionieren. Das ist auch wieder was Schönes. Da haben Sie einen ganz anderen Bezug dazu. Und den Belag, den können Sie auch selber auswählen. Ob es natürlich die Schokoladencreme ist, die draufkommt, oder Apfelmus, oder mal eine Marmelade könnte man ja auch dazu essen, oder nur Puderzucker. Das bleibt Ihnen überlassen. Im Prinzip unbegrenzte Möglichkeiten, die ich wieder an so einem Crepe-Stand nicht habe. 21,76 Euro, unser TV-Sonderpreis. Und die Bestellnummer ist die NX7715 und lecker. Die 569. Sie sehen die unverbindliche Preisempfehlung. Die hätte ich auch schon als sehr günstig erachtet mit 39,90 Euro. Aber Sie bekommen natürlich unseren TV-Sonderpreis. 21,76 Euro für im Prinzip unbegrenzte Schlemmen. Ich glaube, das wäre mir persönlich auch noch ein bisschen mehr wert. Also ich finde das klasse. Wie gesagt, gerade wenn man dann mit der Familie zusammensitzt, wenn man dann hier ganz, ganz toll gemeinsam, liebe Zuschauer, ganz einfach mal naschen kann, essen kann, nach Belieben. Jeder belegt sich das Crepe so, wie er es gerne hätte. Und es schmeckt wirklich hervorragend. Lecker, lecker. Schmeckt, liebe Zuschauer. Ich freue mich, soll man sprechen. Also jetzt ist es weg. Ich sage Ihnen noch einmal die Bestellnummer. NX7715. Schauen Sie mal. Und die 569, 21,76 Euro. Drei haben wir schon gegessen. Jetzt haben wir keine 10 Minuten und da liegen bald 10 Crepe. Also Sie sehen, wie schnell das geht. Und wenn Sie mal kurze Zeit keine Crepe machen wollen, kein Problem. Über Hitzungsschutz ist auch noch dran. Lass ruhig noch den Rest essen. Ich lasse es mir jetzt auch schmecken. Und Sie können das auch in 2, 3 Tagen, wenn Sie jetzt ran ans Telefon gehen. Noch nie war es so einfach, zu Hause Crepe zu machen. Sie haben gesehen, immer hauchdünn, immer gleichmäßige Dicke. Und der Genuss, der ist unbestritten. Also selbst ohne jetzt irgendwelche Beilagen, Puderzucker oder Zimt und Zucker oder sonst was, schmecken die hervorragend. Machen Sie es wie ich.
schlemmen sie ein bisschen, ohne ein schlechtes Gewissen und vor allem ohne großen Zeitaufwand, wann immer sie das möchten. Und dann guten Appetit. Mmh. Mmh.